So, wie wir euch versprochen haben, haben wir uns eine Woche lang Kurdistan angeguckt, also den Nordirak, der formal die autonome Region Kurdistan ist, selbstverwaltet, eigene Regierung, eigenes Militär, eigene Polizei und dennoch ein Bundesland vom Irak. Die ISIS, die hier derzeit im Irak kämpft, hat einen Bogen um diese Region gemacht. Es gab ein paar Kämpfe um Mosul und um Kirkuk und ähnliches. Wir haben uns aus der Ferne gefragt, wie sieht das eigentlich vor Ort aus? Wir sind nun also in der vergangenen Woche quasi die ganze Grenze von türkischer Grenze, Sacho in der Nähe von Duhok, dann weiter Mosul, weiter rum bis Kirkuk und jetzt unten bis Sulmania und Halabja gefahren, haben mit Generälen, Gouverneuren und Ähnlichem gesprochen. Also wir haben politisch uns informiert, wir haben uns militärisch informiert, wir haben mit den Leuten auf der Straße gesprochen, wir haben die Nachrichten verfolgt, mit anderen Journalisten hier gesprochen, mit Ausländern, die hier leben und so weiter, haben uns ein Gesamtbild dieser Situation mal gemacht. Nun, Enno, was ist dein Resümee dieser Woche? Was haben wir hier erlebt? Also die Erwartungen waren natürlich so, dass wir Kämpfe erwartet haben zwischen den Peshmerga und den ISIS-Truppen. So wurde es zumindest zu Beginn unserer Reise schon ungefähr vor 14 Tagen in den Medien suggeriert. Das erste Bild, was wir bekamen in Erbil, war nichts, Frieden. Als wir die erste Tour gemacht haben, nach Kirkuk runter, auch in die Region nahe der, also der irakischen Grenze, auch da war im Prinzip nicht viel. Und das Resümee letzten Endes ist, dass ich nicht weiß, wo die Medien die Informationen herbekommen, dass es ein heiß umkämpftes Gebiet ist. Denn wie man sieht, egal wo wir waren, wir sehen mehr oder weniger Frieden. Wir sehen und hören freundliche Menschen. Natürlich gibt es bewaffnete Peshmerga hier, die aber letzten Endes nichts anderes tun, als die Region zu beschützen, zu befrieden. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren wir so grob 8 Tage hier. Und ungefähr 2 Stunden lang hieß es Helme auf Westen an. Das war, als wir südlich der ehemaligen kurdisch-irakischen, sagen wir mal, Grenzlinie standen, also gut 20 Kilometer südlich noch von Kirkuk, in den Schützengräben der Peshmerga selber, also zwischen den Panzern mit Blick rüber auf die ISIS-Flaggen. Da war klar, dass wir uns schützen mussten, aber ich glaube, ansonsten war Sonnenschutz das Einzige, was wir brauchten und Schutz vor dem unglaublich vielen Süßkram hier, dass wir nicht dick werden. Du bist ja selber über 10 Jahre Soldat gewesen. Du warst in Afghanistan, du hast also auch Krieg oder Krisensituationen und so weiter erlebt. Wie ist das im Vergleich hier jetzt? Also ganz ehrlich, auch wenn es ein bisschen platt klingt, also das ist eigentlich mehr oder weniger Urlaub. Und ich möchte also auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier Krieg und Furchtbares erlebt haben. Natürlich haben wir in den Flüchtlingslagern Leid erlebt und Leid gehört, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und im Gegensatz zu Afghanistan ist das also wirklich, ich würde jetzt fast sagen, fast 180 Grad Wendung. Denn man kann hier ganz normal leben, man kann ja ganz normal an den Straßen sitzen, man kann ja ganz normal sich in den öffentlichen Bereichen bewegen. Das kann man also auf gar keinen Fall vergleichen. Wir haben also sowohl die syrischen Flüchtlinge, die hierher kommen, gesehen, da sind Hunderttausende inzwischen in der Region, also irgendwas zwischen 500.000 und 1 Million. Jetzt kommen noch die irakischen IDPs, also Internally Displaced People, hierzu. Das heißt, die Leute flüchten hierhin, weil es sicherer ist als in Syrien und im Irak. Das zeigt ja schon sehr viel. Wir haben ja auch die Camps gesehen, die gerade aufgebaut werden, also wo die Bagger rumfuhren, wo gerade noch Strom gelegt wurde und wo die Zustände noch chaotisch waren. Aber selbst da war es so, also Versorgung mit Wasser, Kommunikation und grundsätzlichen Hilfsgütern und so war quasi ab dem ersten Tag gegeben. Das ist, sagen wir, nicht typisch für eine Kriegsregion, dass man gerade Flüchtlinge aufnimmt. Die anderen Journalisten, die wir zum Teil trafen, haben vereinzelt so Scharmützel oder sowas filmen können. Also wir hörten jetzt auch wieder von 3 Verletzten, die gestern Abend, also 3 Verletzten per Schmergang gestern Abend. Aber ich meine, 3 Verletzte ist keine Meldung aus einem Kriegsgebiet. Das ist ja eine Meldung aus, sagen wir mal, einem Scharmützel oder einem kurzen Feuergefecht, aber eben nicht von großen Kriegshandlungen, wo eine ganze Stadt eingenommen wurde. Uns wurde auch gesagt, Mosul sei eingenommen worden. Ich glaube, das ist 3-mal diese Woche eingenommen worden von der ISIS oder 5-mal. Wir waren also bis ungefähr am Fluss in Mosul. Da haben wir keine ISIS gesehen. Auf der anderen Seite stehen sie natürlich. Dazwischen ist ein Niemandsland. Was wir sehr wohl gesehen haben, war die verlassenen irakischen Armeesachen. Und sowas fast wie so eine Spur. 2 Schuhe von einem irakischen Soldaten, eine Hose, dann die Jacke und hinterher das Auto.
Hast du sowas in anderen Regionen erlebt, dass wie in Mosul 30.000 irakische Soldaten einfach weggerannt sind und ihre Sachen weggeschmissen haben? Nein, also das war da in der Tat eine Szene, die sich uns da gezeigt hat, die ich so als solches noch nicht kannte. In der Regel ist es ja so, dass Truppen halt kämpfen, zumindest einen Stellungsbereich suchen, in dem sie ja einen gewissen Bereich an strategischen Punkten verteidigen. Aber das, was die irakische Armee hier uns gezeigt hat, also das war ja Kirkuk, der Airport, also ein unfassbares Bild, die Fahrzeuge verlassen, zerschossen, die Bekleidung, gerade so wie du es sagtest, die Feldbluse, die Feldhose, also just so, als wenn er im Lauf das Fahrzeug abgestellt und sich entkleidet hat, um dann zu flüchten. Also das war für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Nun war es ja für dich der erste Besuch hier in der kurdischen Region. Hast du dich hier selbst zu dieser kritischsten Zeit, die man so in den letzten Jahren erlebt, unsicher gefühlt oder empfangen gefühlt? Oder wie waren deine Erlebnisse hier mit den Soldaten, mit den Politikern, mit den Flüchtlingen, mit den Menschen? Also zwei Dinge zu dem. Zum einen habe ich mich tatsächlich wirklich sehr herzlich willkommen gefühlt hier, egal mit wem wir eigentlich gesprochen haben, ob das jetzt die Leute an den Tankstellen waren, die dann doch auch das freiwillig das Gespräch gesucht haben. Wir mussten hier niemanden zu irgendetwas überreden, was schon wirklich toll war. Was mich überrascht hat, dass auch als ehemaliger Soldat, dass ranghohe Generale und Offiziere sich mit uns ganz freimütig vor der Kamera geäußert und unterhalten haben, sogar strategische Punkte gezeigt haben, das hat mich überrascht. Ein Gespräch dazu fällt mir noch ein, als wir nahe der syrischen Grenze waren, der Offizier, der General Sheikh Ali. Unter anderem der, aber der, ich meine eher den Offizier, ja, der aus dem, quasi mit seiner Truppe aus der Region zurückkehrte, wo es Kämpfe bzw. Verteidigungslinie zu den ISIS-Truppen gibt, der wirklich freimütig darüber gesprochen hatte, ohne dass wirklich ein lästiger Presseoffizier daneben stand oder jemand, eine Instanz, der ihn quasi in seine Schranken gewiesen hat. Also wir hatten hier sehr offene, sehr herzliche Gespräche und mir hat das Gefühl gegeben, dass die Menschen einfach wollen, dass die Welt sieht, wie das letzten Endes hier tatsächlich aussieht. Also wir haben ja mit den Peschmerga gesprochen, die quasi direkt aus Tal Afar gerade zurückkamen. Hast du also irgendwo anders schon mal so offene Gespräche erlebt, also dass du mit einem Kontingent von Truppen, was gerade aus dem Einsatz kam, einfach mal frei reden konntest? Wie war es gerade? Also ehrlich gesagt nicht. Weder bei der Bundeswehr habe ich das erlebt, noch mit der libanesischen Armee, noch im Kosovo. Also bisher war es eigentlich immer so, dass klar Militär, Polizei, die gewisse Verantwortung haben, was die Sicherheit anbelangt, auch die Sicherheit dafür zu sorgen haben, dass die Informationen halt nicht unmittelbar an Dritte weitergehen. Also das, was hier uns entgegengebracht wurde, auch die Gespräche, die Inhalte, das habe ich so noch nicht erlebt. Gut, also kann man abschließend sagen, du würdest auch wiederkommen und dir die Region im weiteren Verlauf angucken, wie sich das entwickelt? Definitiv, denn es ist wirklich spannend, interessant, um das mal kurz aufzugreifen, sagte uns jemand im Gespräch, er erlebt hier Geschichte. Das ist wirklich lebbare Geschichte, wie ein Land, ein Volk versucht, autonom zu werden. Und das mit so vielen Facetten. Also hier wird Infrastruktur aufgebaut. Es wird versucht, den Leuten es kulturell möglich zu machen, sich zu entfalten. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich hier niederzulassen. Es gibt ausländische Investoren. Wir werden auf jeden Fall heute noch das Fußballspiel bei einem Deutschen uns anschauen in Erbil, der den deutschen Hof betreibt. Auch das ist ein, ja, wie soll ich sagen, es sind Erlebnisse, die es solches nur selten gibt auf der Welt, und das gilt es hier auf jeden Fall weiter zu betrachten. Das ist mein Fazit, und deswegen wundert es mich, dass wir so wenig bis eigentlich gar keine Kollegen hier getroffen haben. Wir hatten eine irische Kollegin getroffen, wir waren einmal unterwegs mit dem Kamerateam des niederländischen Fernsehens. Ansonsten, wen haben wir gesehen? Eigentlich niemanden. Nein, wir haben Rudaf gesehen, das kurdische Team, also die haben wir ab und zu, sind wir aneinander vorbeigefahren.
Mehr, glaube ich, war es auch die nicht. Türkischen. Die türkischen Fernsehteams, die hier natürlich ziemlich grenznah sind und die es einfacher haben, auch für die Deutsche Welle zu arbeiten. Aber ansonsten auch alle Bemühungen, die wir hier angestrebt haben, aus diesem Bereich zu berichten, sind mehr oder weniger eigentlich an Desinteresse gestoßen, was mich wundert. Denn es geht ja nicht im Schwerpunkt um Vollgefecht, um Kämpfe, sondern es gibt hier tausend andere Geschichten. Denn es ist wirklich lebbare und erlebbare Geschichte, die hier vor uns und mit uns hier ist. Also im Prinzip kamen wir hier hin, um zu sehen, wie schlimm der Krieg hier ist. Und unsere Woche endet damit, dass wir heute Abend in einem deutschen Biergarten die Fußball-WM gucken. Ich denke, das beschreibt ziemlich gut, was wir hier gemacht haben. Wir hoffen, dass wir euch einen Einblick gegeben haben, dass diese Region doch ganz anders ist, als wir erstmal erwartet haben. Und freuen uns auf weitere Berichte. Tschüss. Ja, viel Spaß und ich hoffe, ihr bleibt dran. Und ich hoffe, dass natürlich auch im Nachfeld noch einige interessante Gespräche entstehen. Danke.